Magen-Darm-Beschwerden gibt es mehrere Auslöser. Zum einen oder die wichtigste ist die infektiöse Ursache und die Lebensmittelvergiftung. Da kommen Patienten häufig mit Durchfall, Übelkeit und Magenschmerzen. Zu den infektiösen, das heißt durch Bakterien oder Viren ausgelöste, gibt es noch andere Ursachen, Medikamentennebenwirkungen zum Beispiel oder Nahrungsunverträglichkeiten. Dann natürlich auch noch psychisch ausgelöste Magen-Darm-Beschwerden wie Diarrhoe oder Schmerzen. Also die häufigsten Magen-Darm-Erkrankungen, mit denen Patienten zu uns kommen in die Apotheke, sind Durchfall, Übelkeit, Sodbrennen und dann in der Ferienzeit dann ist häufig auch dann der Reisedurchfall, was noch hinzukommt. Bei akuten Problemen wie Durchfall und Erbrechen empfiehlt es sich halt möglichst schnell, den Durchfall und das Erbrechen zu unterdrücken. Da gibt es wirksame Präparate, eben, die den Darm beruhigen, die auch den Magen beruhigen. Und zusätzlich sehr wichtig ist, dass man die verlorenen Elektrolyte wieder ausgleicht. Da gibt es dann auch Präparate, in denen man sich Getränke mischen kann und so den Verlust wieder ausgleichen kann. Also generell empfehlen wir unseren Kunden zusätzlich zur Medikation, dass sie auf fette Speisen verzichten, dass sie auch scharfes Essen meiden. Wichtig sind, das kann man auch im Hausmittel, dass man die Flüssigkeit, die man verloren hat, wieder zuführt, sprich mit Tees, die auch den Darm beruhigen, dass man Salzstangen isst, dass man zerstoßene Äpfel isst. Das sind alles Mittel, die einfach dem Körper die Kraft wieder zurückgeben und die verlorenen Elektrolyte wieder ausgleichen. In der Regel gehen kurzfristige akute Durchfallerkrankungen oder Magen-Darm-Beschwerden so nach 1 bis 3 Tagen wieder weg. Wenn die länger bestehen sollten, dann muss man immer auch an schwerere Infektionen denken zum Beispiel oder andere Grunderkrankungen und dann sollte man auch zum Arzt gehen und es weiter abklären lassen. Längere Episoden von Magen-Darm-Erkrankungen können natürlich zu größerem Flüssigkeitsverlust führen. Das ist sicher nicht gut für den Körper, weil er auf Flüssigkeit angewiesen ist. Zum anderen kommt es zu Elektrolyt, also zu Salzverschiebungen, da zu viele Körpersalze ausgeschieden werden. Auch das kann zu Störungen führen. Auf der anderen Seite, was auch ganz wichtig ist, sind die Infektionen. Das heißt, Infektionen, die lange bestehen, können auch den Körper schädigen und sollten auf jeden Fall behandelt werden. Also bei der grassierenden Magen-Darm-Welle empfehlen wir unseren Kunden, dass sie peinlichst genau auf ihre Hygiene achten, dass sie sich regelmäßig die Hände desinfizieren. Zusätzlich kann man noch Präparate nehmen, die einfach die Magen-Darm-Flora stärken und somit vor einer Infektion schützen. Besonderes Augenmerk ist eben das Händewaschen, was oft leider zu kurz gemacht wird. Also man sollte im Schnitt, sagt man, so etwa 2 Minuten die Hände reinigen. Ein Augenmerk auf die Zwischenräume, für Oberhand, Unterhand, Fingerkuppen. Und dann sollte man sich ausreichend schützen können vor einer Infektion.